Willkommen zu einem Short View Review Special. Als erstes möchte ich mich herzlich bedanken für das Anschauen der Transformers und Battlebeasts Videos und die vielen netten Kommentare. Und aus diesem Grund mache ich auch dieses Video, weil viele Fragen auch dabei waren. Wie zum Beispiel, ob ich mal Pickups zeigen könnte, ob ich etwas Neues sozusagen in meiner Sammlung habe. Und ja, das mache ich auch. In diesem Video, gleich nach den Fragen. Und da kommen einige, wie zum Beispiel, was ist Short Review und Marty Carter Production? Marty Carter Production ist mein Kreativlabel. Darunter veröffentliche ich meine Kurzgeschichten, aber auch Hörspiele, mein Kurzfilm, Damit zu leben, beides, oder ihr findet Hörspiele und den Kurzfilm auch hier auf diesem YouTube-Channel und natürlich jetzt die ganzen Review-Videos. Short Review ist mein Online-Review-Magazin und ihr findet unter www.shortreview.de Reviews zu Filmen, Anime, Mangas, drei Fragezeichen-Hörspiele, Comics, Games, Interviews und vieles mehr. Es kam die Frage auf, bin ich Gamer? Ja, ich bin Gamer. Ich bin aufgewachsen mit dem Atari 2600, habe sehr viele glückliche Stunden mit dem C64 verbracht, dem Amiga, und ich habe mich natürlich so hochgearbeitet bis zur aktuellen Konsole PS5, und es ist auch irgendwie jede Konsole bei mir im Hause, und dadurch habe ich auch sehr, sehr viele Games und auch viele Games gespielt. Also ich bin schon Gamer. Und aktuell aber habe ich kein aktuelles Spiel, was ich spiele, sondern einen Klassiker, und zwar Onimusha 3 auf der PlayStation 2. Was sammle ich noch? Ich habe sehr viele Interessengebiete, und mein Fokus liegt zwar bei den Toys auf Transformers und momentan Battlebeasts, doch ich lese Mangas, Bücher, Comics und gucke gerne Filme, und dadurch habe ich ja eine ganz große Sammlung angeschafft mir. Wenn man bedenkt, ich lese One Piece, ich lese Detektiv Conan, und wenn man nur die Bände, die ich jetzt dadurch habe, sind schon fast 200 Bände, nur von den beiden Serien, und das ist natürlich auch schon eine ganze Menge. Bei den Filmen, ich bin sehr auf physische Medien beschränkt, das heißt, ich habe wirklich hunderte von DVDs und Blu-rays im Regal stehen, auch wenn ich Netflix und Disney Plus und Co. schaue. Ja, dann habe ich natürlich auch, naja, was heißt natürlich, ich habe eine ganze Menge Soundtracks, ich sammle instrumentale Soundtracks, liebe es, diese Scores zu hören von den Filmen, und ich habe auch eine ganze Menge One Piece Figuren, wobei ich da gerne die Mädels bevorzuge, weil den Jungs irgendwie sind die nicht ganz so in mein Sammlungsgebiet. Ja, und wer Highlights aus meiner Sammlung, aus meinem ganzen Kollektiv sehen möchte, kann mir gerne auf Instagram folgen. Das ist in der Infobox verlinkt. Da zeige ich gerne mal, was ich neu habe oder auch, was ich mir, ja, was in der Sammlung einfach so steckt. Werden sich die Reviews nur um Transformers und Battlebeasts drehen? Nein. Ich möchte natürlich das Hauptaugenmerk auf diese beiden Gruppen legen, auch wenn Transformers überwiegen wird. Aber ich habe noch sehr viele andere spannende Dinge aus den 80ern zu zeigen, auch noch andere Toys. Und da lohnt es sich einfach mal genauer hinzuschauen und diese Dinge, ja, mal wieder zu zeigen. Denn ich glaube, vieles ist in Vergessenheit geraten. Kann man sich ja so vorstellen. So, was habe ich mir noch notiert? Nee, das war's schon fast. Also, lasst euch überraschen, was noch an Reviews kommt. Jetzt geht's um die Pickups. Kommen wir zu den Pickups. Die umfassen natürlich einen größeren Zeitraum, weil ich bisher ja keine Pickup-Videos gemacht habe. Und ich habe mich jetzt erstmal auf die Toys beschränkt. Denn ich könnte euch auch durchaus zeigen, ich habe jetzt neu das Heroes-Manga von Hiro Mashima. Das ist ein Crossover von Fairy Tail, Rave und Eden Zero, seiner neuen Serie. Oder auch dieses One Piece Party, den neuen Manga. Klar, schreibt in die Kommentare, ob ihr auch sehen möchtet, was ich an neuen Mangas habe oder ob ich die neue drei Fragezeichen habe, ob ich alles zeigen soll, was ich so an interessanten Dingen neu habe. Oder nur auf die Toys bezogen oder Klassiker. Denn ich könnte auch zum Beispiel zeigen, was ich neu an Lego habe, beziehungsweise mein Bruder, der sammelt auch sehr viel, und wir haben eine große gemeinsame Sammlung in vieler Hinsicht und tauschen uns aus. Und da zeige ich auch ganz gerne mal wunderbare Stücke, die er bei sich in der Sammlung hat.
denn er ist genauso wie ich auch so ein Kind der 80er, wo wir doch sehr viele verrückte, ja, auch interessante Sachen haben. Also lasst euch auf einiges gefasst machen, da sind noch viele spannende Sachen zu zeigen. So, dann möchte ich zeigen, das habe ich mir gekauft. Das ist Bastei Freunde über Captain Future. Ich habe es bei Marc gesehen in seinem Bumo TV Video und das war eine Anregung, das, ja, da konnte ich nicht widerstehen als Captain Future Fan, dass ich mir das einfach mal besorge. So, am Boden geschmissen, damit ich Platz habe für die neuen Sachen. Dann möchte ich darauf hinweisen, das Skylinks Video habe ich ja bereits, ja, war eins zu den ersten Review-Videos, was ich gemacht habe, oder gehörte zu den ersten Review-Videos, was ich mitgemacht habe. Da habe ich mir eine Schutzhülle besorgt, genauso wie für mein Captain Future Set. Und das ist ein Tipp für alle, die wirklich ihre Toys schützen möchten. Ich habe mir diese anfertigen lassen, und zwar bei, na, kann man das sehen, Sammlerschutzhüllen.de von dem lieben Manuel. Denn sowas gibt es natürlich nicht einfach so bei eBay zu kaufen, da muss man schon anfertigen lassen. Und mein Captain Future 3 Set, das ist natürlich, ja, es ist über 40 Jahre alt. Ich habe es auch seit der Zeit, also das habe ich mir wirklich in der Kindheit gekauft. Und ja, hier steht schon 1980, das heißt, es ist jetzt 41 Jahre her, dass es rausgekommen ist. Und ich möchte es einfach, ja, schützen. Und ich muss sagen, ich habe viel zu lange darauf gewartet, es in so eine schöne Verpackung oder eine zusätzliche Verpackung, wo es geschützt ist, zu tun. Und ich gebe euch nur den Tipp, geht mal bei eurer Sammlung durch und überlegt, was ihr so habt und ob da nicht eine Schutzhülle wirklich toll ist bei, weil ja, ich habe auch selbst viel zu lange gezögert und es hat mich abgehalten, weil ich auch nicht drüber nachgedacht habe. Es ist ja in einer Verpackung, aber wie gesagt, es hat trotzdem 41 Jahre gehalten. Ich habe es jetzt nicht der Sonne stark ausgesetzt, deswegen ist es nicht wirklich stark gebleicht. Ich kann da also wirklich sagen, es ist also noch in tollem Zustand. Hier noch kann man ganz gut sehen, ich war so, dass ich Captain Future anmalen wollte, weil ja, damals die 1980er Figuren, da waren die Köpfe nicht wirklich bemalt. Also ich habe mir bei Greg und Otto habe ich die Augen vorsichtig nachgemalt und wenn ihr die Tiere seht, die bei Greg und Otto sind, also Eek und Oak, ja, die habe ich selbst hinzugefügt. Bei Otto, der Oak, der stammt aus der großen Captain Future Komet, habe ich früher auch mal besessen, auch leider nicht mehr, und der Eek, der passt perfekt von der Größe, der stammt von dem Metall Greg, habe ich auch nicht mehr, aber egal, die Tiere habe ich besessen, die habe ich behalten und sind jetzt in einem, ja, besseren, kompletteren Zustand. Eins meiner Kindheitsstücke. Und wie gesagt, diese Höhlen sind wunderbar. Auch so ein großer Skylinks sieht natürlich dann wieder wunderbar aus und ist geschützt, denn die Kartons, die sind zwar schön gerade, wenn man sie kauft, aber man lagert sie ja auch auf eine Art. Man kann sie stellt ins Regal, man stellt was drauf und so sind sie einfach stabiler oder man kann sie wegpacken. Das ist, auch so wegpacken ist wesentlich effizienter, meine ich. So, das war der Teil, den ich hatte. Das habe ich also sozusagen geupgradet, damit die Qualität stimmt. Ein neuer Battle Beast ist hinzugekommen bei mir in der Sammlung. Da kommt auch noch mal ein kleiner Bericht drüber. Das ist Sir Sire Horse. Ich habe auch noch eine andere Waffe von einem anderen Battle Beast erworben, den ich bereits besaß. Und ja, da kommt ebenfalls ein Video zu. So, was habe ich mir zugelegt? Da kommt auch dieser Ghostbuster Transformer. Transformers und Ghostbusters haben ein, ja, Crossover gemacht, kann man so sagen. Und die Ecto One, ja, hat sich in Ektotron verwandelt. Und das ist die zweite Edition zu dem Film oder zu dem kommenden Film Ghostbusters Legacy. Hier seht ihr zwei Geister, Slimer und, jetzt muss ich gucken, wie der neue heißt, Muncher. Der blaue heißt Muncher. Ich finde es sehr cool, dass er da drin verwandelt ist. Es ist eine moderne Verpackung. Hinten seht ihr so G1-Style-mäßig das Artwork und Tech-Specs. Richtig klasse gemacht.
Warum es jetzt hier offen ist, kann ich euch sagen, wenn ihr genau guckt. Ne, ich muss jetzt ein bisschen näher rankommen. Ich habe die Tesafilmstreifen entfernt, weil die waren sauschlecht geklebt. Und dann, ja, der Kleber fing schon, obwohl es noch neu ist, schon auszulaufen. Deswegen habe ich es vorsichtig entfernt. Am besten früh. Ja, um es zu schützen. Und so bleibt es erhalten. Klar, ich hätte es auch rausnehmen können, dadurch die Figuren wieder reinsetzen, ohne dass man es merkt. Aber ja, habe ich nicht getan. Und man merkt, sieht auch hier das Plastik, das war von Anfang an schon so ein bisschen gebogen. Kein Wunder, dass das Tesafilm da, ja, da nicht so gut aussieht. Dies ist die zweite Auflage dieser Figur. Sie ist ein bisschen verändert. Denn passend zu dem Film sind man hier so ein bisschen Roststellen und hier oben ist auch ein anderer Aufsatz, als man es vom normalen Ecto-One kennt. Ein Comic ist auch dabei, also sind wirklich sehr, sehr kultig. Denn, aber ja, denn es gibt noch eine Erstauflage des klassischen Ecto-One. Den zeige ich euch auch gleich. Dieser war aber nicht in dieser Verpackung angekündigt, deswegen bin ich ein ganz klein wenig enttäuscht. Obwohl es sehr schön ist, ihn hier verwandelt zu sehen. Denn die Erstauflage war richtig genial in einer G1-Verpackung von Transformers. Absolut klasse. Es sieht aus, als ob er aus den 80ern kommt. Hier ist, der Unterschied ist, er hat keine Rostflecke, Ecto-One, und nur Slimer ist dabei. Dennoch sieht das so großartig aus. Ein bisschen enttäuscht bin ich lediglich vom Verkäufer. Ich habe es mir aus Übersee bestellt und sollte für Sammler versenden, ja, man kann natürlich aus Übersicht sich nicht beschweren. Er hat die Lasche geknickt und dadurch habe ich hier so eine kleine Knickkante. Ist sehr ärgerlich, aber gut. Trotzdem noch im sehr guten Zustand und wenn man nicht weiter knickt, bricht er auch leider nicht. Oder bricht da zum Glück nichts. So, weiter ging es. Ich habe mir Tailgate gekauft. Auch davon habe ich schon bereits ein Video gemacht. Das findet ihr auch. Ich verlinke es einfach jetzt hier mal. Da habe ich mal die Figur auseinandergenommen. Es ist ein Regisseur. Dies ist Walmart exklusiv gewesen. Walmart bringt in Amerika gerne ja, klassische G-Bons neu heraus. Oder wieder heraus. Nur hier in Europa gibt es keinen Walmart. Und da muss man natürlich dann auch ein bisschen zugreifen, weil die irgendwann wieder teurer werden. Aber es werden immer noch G-Bons aufgelegt. Das ist das Geile dabei. So, einfach mal hier hinstellen. Dazu kam dann auch, wahnsinnig klasse, ein G1 Blaster. Auch ein Reinsure, auch vom Walmart Spezial. Der ist in sehr gutem Zustand, hinten mit Tech-Specs-Karte. Es ist also Wahnsinn, man kann kaum die Unterschiede erkennen, wenn man es nicht weiß, wo man drauf achten sollte. Aber echt klasse, das ist ein echtes Feeling. Ich habe den auch noch im Original. Ich habe ihn von damals aus, den von 86, 87. Und davon wird auch nochmal ein Video folgen, aber großartiges Teil, also das schlägt, ja, lässt mein Sammlerherz höher schlagen, weil es so richtig schön, ja, G1. Und ich habe viel zu wenig in diesen Verpackungen behalten und wenn ihr mein Video seht, wie ich meine alten Boxen auspacke, da falle ich ja fast, ja, ich heule fast, weil ich habe all die Boxen, die ich von meinen Figuren besessen habe, irgendwann zerschnitten und ja, ich weiß heute nicht mal warum, aber egal. Kann ich nichts mehr ändern. Ist leider so. Von meiner klassischen G1-Sammlung, ich habe sie wirklich seit Jahrzehnten nicht mehr rausgekramt und bin da jetzt dabei zu gucken, wo mir was fehlt. Teilweise fehlt mir eine Waffe oder ich habe zum Beispiel Cyclonus, da fehlt mir einfach der Targetmaster oder die Waffe. Ich versuche jetzt rauszufinden, was mir fehlt, aber ich bin auch dabei, dass ich die Sammlung überhaupt erstmal mir wieder anschaue nach über 10 Jahren. Und genau das werde ich auch in Videos festhalten. Ich zeige dann immer mal ein bisschen, wie ich sie auch wieder zusammenbaue. Das sind, ja, sollen Zwischenvideos werden. Deswegen sind jetzt auch keine wirklichen G1s in meinen Neuheiten. Ich habe ein paar von den neuen Serien mir gekauft, wie zum Beispiel, hier habe ich jetzt ein von Earthrise, ein Micromaster Set. Das sind auch ja, neue Versionen, neue Interpretationen von zwei klassischen G1-Figuren. Und genau das fing an, mir den Reiz zu geben, die auch zu kaufen. Das sind, wie gesagt, zwei Micromaster, ja, neue Versionen von klassischen Figuren, die ja, bei uns 1990 herum rausgekommen sind. Von, wie hießen die jetzt hier noch? Bombshock und
Growl. Ich finde die sehr gelungen, sind auch sehr farbig und ja, sehr detailliert. Ich werde vielleicht auch mal irgendwie die auseinandernehmen und nicht auseinandernehmen. Also ich bin so einer, dass ich jetzt zurzeit die verpackt lasse, weil ich irgendwie ja es gerade nicht übers Herz bringen kann. Vielleicht auch, weil ich gerade meine ganze Sammlung auseinandergenommen habe. Na, was heißt Sammlung auseinandergenommen? Ich habe ja die ganzen Blister mir angeschaut und wenn man so die Heulkrämpfe kriegt, dann bringt man es gerade nicht übers Herz, all diese Sachen auszupacken. Und man schaut sie sich schön durch die Box erstmal an. Lässt das so. Und ich muss sagen, ich habe sehr viele Transformers-Serien gesammelt. Ich habe auch von Animated und von den Movies zahlreiche Figuren. Ich habe, glaube ich, nie eine Figur aufgemacht. Die sind alle noch verpackt, liegen auch verpackt im Keller, gut verpackt. Und da kann ich vielleicht auch nochmal was von euch zeigen. Obwohl, da mir nicht das Herz so dran liegt, denn ich möchte gerne zu G1 zurück. Das ist das, wo ich mit aufgewachsen bin. Das ist das, was mich fasziniert bis heute. Und gerade das ist ja auch genau das, wenn man jetzt die neuen Netflix-Filme, da ist ja eben halt Siege, Earthrise und jetzt kommt Kingdom, die Serie, sehr stark an G1 angelehnt und es macht Spaß, das wieder zu sehen, weil diese klassischen Designs, dieses klassische Feeling, das ja bringt die Kindheit zurück. Und deswegen habe ich mir auch diese Figuren gekauft, die sehr angelehnt sind ans Original. Und das war echt, bei uns waren die sogar im Angebot, also normal kosten die, glaube ich, irgendwie 15 Euro und ich hatte 8 Euro bezahlt, also das fand ich echt günstig. Genauso habe ich das Michael Master Set auch von der Earthrise Serie von den beiden Figuren Roller Force und Groundhog mir besorgt. Also echt klasse Set von dem Mann. Was ich jetzt nicht so schön finde, weil es auch, ja, auch Mango, was bei den klassischen Figuren früher war, schaut euch da mal an. Ich hoffe, das kann man sehen. Die Schrauben, um die Figur zusammenzuhalten, sind genau auf der Brust. Ich meine, was soll das denn? Also, mit einem 3D-Drucker, wenn ich einen hätte, würde ich mir wahrscheinlich kleine Einsteckteile bauen mit dem entsprechenden Autobot oder Decepticon-Logo. Ich muss jetzt gucken, das ist gar nicht mehr so klar gerade ersichtlich, ob es Autobots oder Decepticons sind, weil ich habe das jetzt gar nicht mehr so im Blickfeld, weil ihre Logos gar nicht so zu sehen sind. Ist ja interessant. Ich meine, nimm mal an, das sind die Autobots. Ich bin dabei gerade nicht so sicher. Also das mit den Schrauben finde ich schon ätzend. Also das ist nicht, wirkt nicht modern. Das wirkt sehr oldschool wieder und macht das auch nicht gerade hübscher. Also wie gesagt, da würde ich gerne so ein kleines Upgrade bauen, aber ich habe gar keinen Drucker. So, dann habe ich mir noch gekauft, und das ist auch im Ausverkauf gewesen bei meinem Müller, Siege, also von Siege, ein Laserbeak und ein Ravage Set. Das sind die Tapes von Soundwave, auch aus seinem oder von der Siege-Figur. Ich habe mich dazu entschlossen, weil ja, die Tapes, das ist eins der besten Serien überhaupt. Dieses Feature ist einzigartig. Und das Traurige ist dabei, Kassetten sind einfach so oldschool, dass man dieses Feature kaum umsetzen kann wieder neu, weil eine CD funktioniert nicht so als Transformer. Und das ist ja schwer zu erklären. Aber mir hat dieses Set sehr gut gefallen, weil Laserbeak sehr aussieht wie seine Cybertron-Version aus dem ersten G1-Cartoon. Und da sah er nicht so ganz wie Nadel aus. Also wie gesagt, tolles Set und ja, einfach grandios, weil die Tapes, die gehen immer. So, dann wird es ein bisschen moderner. Aus der Reihe Kingdom habe ich mir den Huffer besorgt. Der war auch im Angebot und da konnte ich dann nicht widerstehen, denn er sieht wirklich aus wie der G1-Charakter. Also die haben sich jetzt bei diesen Serien solche Mühe gegeben. Hier auch ein schönes Artwork. Hier das Serienartwork von Kingdom. Wie gesagt, die Serie kommt auf Netflix im Juli. Großartig. Also dieses, ja, die sehen einfach klasse aus. Ja, und aus der Reihe habe ich mir dann auch, da konnte ich echt nicht widerstehen, eine meiner Lieblingsfiguren, Cyclonus. Kann man hoffentlich sehen. Der Vasall von Galvatron, Cyclonus und auch Scourge, den ich auch noch bekommen werde, sind einfach so meine Favorites aus dem Movie und der dritten Transformers G1 Staffel.
aus den 80ern, also Wahnsinn. Und ich finde, diese Figur sieht sowas, ich kann mal guter Fritz, sowas von G1-artig aus, dass man sie echt aus dem Cartoon gerade genommen hat. Also Wahnsinn. Und da muss man sagen, das hat man eigentlich den Third-Party-Herstellern, also den ja, aus Fans, die Transformers ja, selbst produziert haben, die sehr viel mehr nach den Cartoon-Figuren aussahen. Und Hasbro-Figuren waren ja eine bestehende Toyline, die dann ja mehr zu einem Cartoon gemacht wurde. Und umgekehrt meinten sie immer, das funktioniert nicht, aber es funktioniert. Man kann es machen. Und Hasbro hat das eingesehen und hat jetzt so eine großartige Figur draus gemacht. Und dazu komme ich dann auch zu meiner nächsten Figur. Das ist auch aus der Studio 86 Serie einer, ja, Grimlock. Einer der coolsten Dinobots überhaupt. Überhaupt ein T-Rex ist genial. Und diese Studioserie befasst sich eben halt, steht auch darunter, The Movie, aus dieser Moviezeit. Und er kommt mit Wheelie, der auf seinen, ja, auf seinem Rücken reiten kann. Der kann sich leider nicht verwandeln, der Wheelie, und hat so eine seltsame Position, wenn man ihn einzeln hat. Das ist das einzige Manko dabei. Ansonsten gibt es natürlich so ein paar Feinheiten, die viele gestört hat an der Figur. So zum Beispiel, dass hier sieht man, dass er Zähne vorne hat, aber wenn man sich die Figur genau anguckt, hat er vorne keine Zähne. Dann spricht er ein bisschen komisch wohl. Aber egal. Die Figur ist sehr an den Cartoon angelehnt und sieht echt klasse aus. Und ja, Grimlock ist sowieso ein cooler Badass. Also Wahnsinn. Und wie gesagt, der Movie geht immer. Großartiges Teil. Ja, einen Neuzugang habe ich doch. Momentan. Es kann sein, dass ich noch ein paar mehr habe. Auch nochmal jetzt nach dem letzten Teil eine Ergänzung bringe, denn ein, zwei Figuren werden noch erwartet. Die letzte Figur, die wird mich auf eine Art wieder verlassen und danach neu kommen, denn Kingdom Optimus Prime, einfach, er sieht grandios aus, ich hoffe, das kann man auch sehen, wunderbar detailliert, sehr G1-artig, konnte nicht widerstehen, war auch ein Angebot, aber er sollte neu sein und ja, könnt ihr sehen, da oben ist er beschädigt und hier komplett eingerissen und auch da. Und ich sag ganz ehrlich, für das, was man dann geldmäßig ausgibt, und ich stelle sie mir erstmal so in die Sammlung, denn ich habe leider nicht viel Regalplatz und deswegen, ja, ärgere ich mich so ein bisschen, dass er beschädigt ist, weil man, selbst wenn ich ihn so mir hinstelle als Box, was ich auch gerne mache, weil es sieht einfach cool aus, ja, wenn man diese Boxart sieht, das ist einfach Hammer. Nur, ja, ich kann mit solchen Schäden dann nicht leben. Also nicht, wenn man ein bisschen Geld ausgibt, dann erwarte ich auch ein bisschen was, wenn man Neuware sozusagen anbietet. Und das finde ich sehr schade. Also, ja, es ist irgendwie nicht fair. Also, ich möchte schon, wenn ich was neu kaufe, dann soll es mir auch neu aussehen. Also, ich möchte natürlich auch informiert sein, wenn ich sowas beschädigt kaufe, die zweite Wahl oder dritte Wahl, weil ich vielleicht die Figur auspacke, dann möchte ich es wissen und entsprechend soll auch der Preis sein. Wie gesagt, die Figur wird meine Sammlung oder momentan meine Sammlung gleich wieder verlassen wohl, wird umgetauscht, aber kommt wieder rein, dann kann ich auch euch nochmal zeigen. Ich erwarte noch ein, zwei Sachen, kann sein, dass ich das gleich im Anschluss bringe. Ich werde es im Anschluss bringen, besser gesagt, wenn ich es bekomme. Ansonsten, das waren die aktuellen Pickups. So, und wie angekündigt, kommt noch eine Ergänzung mit Pickups. Ich habe ganz frisch, nachdem ich das Video abgedreht hatte mit dem, was ihr davor gesehen habt, klingelte es irgendwann an der Tür. Ich hatte natürlich alles wieder abgebaut. Und dann habe ich dieses schöne Paket bekommen, wo ich weiß, da ist auch was Interessantes drin. So, ich habe es nur aufgeschnitten, aber wie ihr seht, also es ist ja echt vom Klebeband umhüllt. Und ich hoffe, die Sachen da drin sind wirklich top in Schuss. Naja, ich hoffe es wirklich. Wollen wir mal sehen. Also. Ja, ich sehe schon. Gut, da kommt schon das Erste. Ja. Schön mit Zellenpapier umpackt. Und
Ja, wunderbar. Ein Mindwipe, ein Headmaster. Er sieht aus wie ein G1, also wie ein klassischer aus den 90er Jahren. Ist es aber nicht. Es ist auch kein Realsure. Es ist eine moderne Version, also die moderne Version, die es rausgekommen ist bei der Titans Return Serie. Die haben sie in Amerika, in Walmart mal wieder, exklusiv aufgelegt in einer Dubon-Verpackung. Das heißt, es ist eine moderne Figur, klassisch verpackt. Ja, da bin ich angefixt worden, noch durch die andere Figur, die da drin ist. Denn der nette Retro-Krempel hat mir das zugepostet, hat gesagt, hier, guck mal, was hältst du von der Figur? Und ich so, ja, nicht schlecht. Und ja, das grübelte. Und ich habe bei eBay Kleinanzeigen, hat das jemand verkauft. Die sind auch neu, die sind absolut ziert. Gut, ich wusste, das sind kleine Mankos. Wie ihr seht, hier oben die Ecke ist leicht verbogen. Aber das kriegt man wieder hin. Und, warte mal. Ja, hier so ganz leicht angeditscht. Aber das fällt echt nur auf, wenn man das wirklich sich, ja, wenn man sucht, das Ganze. So, und das ist jetzt Mindwipe mit seinem Headmaster Vorrat. Und wie gesagt, der Retro-Krempel, der hat mich da angeschrieben in unserer WhatsApp-Gruppe und zeigt, guck mal, ja, die andere Figur, die da jetzt drin ist, war, und ich, okay, der Preis war, ja, er war ein bisschen mehr als das neu kostet, weil in Amerika haben die so um die, ja, was soll ich sagen, $30 gekostet. Also man kann sagen, so 35, 40 Euro in Deutsch umgerechnet, aber ja. Wie gesagt, und naja, und der hat ihn dann runtergesetzt zu vernünftigen Preisen. Also im Endeffekt habe ich jetzt 30 Euro pro Stück bezahlt, inklusive Versand, was ich sehr fair finde. Und wie gesagt, absolut toll. Hinten auch ein echt Klassiker. Und ich mach jetzt hier ganz kurz einen Break, denn das ist mein Original Mindwipe. Das ist mein Original 1990er Headmaster Mindwipe. Diese Fledermaus sieht absolut kultig. Hier hinter der Klappe ist der Headmaster. Wunderbare Figur. Habe ich damals auch zusammengesammelt. Also ich hatte nur die Figur, der Headmaster fehlte. Irgendwann habe ich den Headmaster gefunden. Jetzt fehlt mir wirklich nur noch die Waffe. Und dann habe ich den auch komplett, natürlich noch die Box, aber die Waffe wäre das Wichtigste für mich. Und das hier, ja, stehst du auch, na, wie gesagt, ist jetzt die Neuauflage. Wunderbar, ich freue mich. Originalzeichnung von früher, also es ist wie früher, nur eben halt die Fotos sind entsprechend ausgetauscht. Ja, und hier hinten sogar die Texte. Ich gucke gerade, es ist sogar in Deutsch hier drauf. Wahnsinn, das ist in 5 Sprachen. Wundert mich eigentlich für Walmart. Wo sind die hier in Deutschland rausgekommen? Vielleicht bei Smize Toys doch. Kann ich ganz ehrlich nicht sagen, aber hier steht das ja auch. Funktion Hypnotiseur. Ein einziger Blick von mir und du hast verloren. Als Mystiker verbringt er mehr Zeit damit zu versuchen, Kontakt zur elektromagnetischen Existenz längst verstorbener Decepticons aufzunehmen, als sich mit Lebendigen zu unterhalten. Nicht schlecht. Wahnsinn. So. Das ist der. Und jetzt haben wir noch eine zweite Figur hier drin. Verpackungsmaterial. Da ist die zweite Figur. Wunderbar, da kommt sie. Na, bleib stehen. Bleib stehen. Jetzt bleibst du nicht stehen. So, mehr ist da nicht drin. Ja. Und zwar, das war der, wo mir Retro Krempel das Bild gezeigt hat, Chrome Dome. Auch ein Headmaster aus der G1-Reihe. Hier ebenfalls natürlich die Titans Return Version in einer G1-Box aufgelegt.
absolut grandios. Eben wie ihr gesehen habt, das schöne G1 Artwork. Hier hinten auch mit Anzeige, mit deutschem Text. Und ich hoffe, jetzt kann ich es auch richtig lesen. Funktion Programmierer. Ein Battleplan ist nur so gut wie sein Programmierer. Hat über mehrere tausend Jahre Zahlen an Cybertrons Programmierungsinstitut berechnet, bevor er bei einem Angriff der Decepticons in einen Haufen rauchender Mikrochips verwandelt wurde. Okay, aber es ist auch mega klein geschrieben. Man wird auch älter, mit der obwohl ich eine Brille trage, beziehungsweise Kontaktlinsen. Warte, na egal. Absolut toll. Also wie ihr seht, auch hier moderne Zeichnung oder moderne Fotos für die Verwandlung. Hinten absolut traumhaft. Ein sehr schöner Transformer in Hommage an G1. Der Unterschied bei beiden zur Titans Return Serie ist, dass die wirklich akkurat nach ihren G1 Vorbildern bemalt sind. Die Titans Returns sind ein wenig modern angehaucht, also ein bisschen mit der Bemalung. Aber die sind wirklich akkurat an ihre Originale, wie hier zu sehen, angelehnt, auch farblich. Lediglich das Rubbel-Symbol, also dieses Rubbel-Logo, das berühmte, das fehlt. Das vermisse ich bei den Transformern irgendwie, das hätte man wieder mitmachen können. Aber egal, zwei tolle Transformer, neu in meiner Sammlung. Ich danke fürs Zuschauen, freue mich über Likes, über Kommentare, ein Abo natürlich auch und bis zum nächsten Mal.